30. September 1999 hatte ich eine Lesung in der damals noch Prachner, Buchhandlung Prachner, in der Kärntnerstraße, jetzt zum Frick-Konzern gehörig. Und wie bei dortigen Veranstaltungen üblich, also bei Prachner-Veranstaltungen, war an diesem und den Tagen davor das Hauptschaufenster zur Gänze leergeräumt, ausschließlich Grieser-Bücher füllten die Auslage, 20, 30 Exemplare. Dazu ein Plakat, ein Porträt des Autors, weiteres Werbematerial. Gegen Mittag jenes 30. September, also wenige Stunden vor meinem Leseauftritt, erfolgte über Radio und Fernsehen die Bekanntgabe der schwedischen Akademie, Günter Grass sei der Literaturnobelpreis zuerkannt worden. Jede Buchhandlung, die auf sich hielt, musste auf eine solche Nachricht reagieren, am besten mit einem blitzschnell arrangierten Sonderschaufenster. Doch im gegenständlichen Fall war das nur schwer möglich. Grieser raus und Grass rein. Das hätte bedeutet, dass man sich die Werbung für die abendliche Veranstaltung mit mir vermasselt hätte. Also entschlossen sich die Prachners zu einem Kompromiss. Man ließ in aller Eile ein Mini-Poster drucken, einen Karton im DIN A3-Format, und stellte ihn in die Auslage, mitten unter die vielen Grieser-Bücher. Der Text der improvisierten Mitteilung war ebenso klar wie kurz. Erste Zeile Nobelpreis, zweite Zeile für Günter Grass. Die Firma Prachner konnte mit sich zufrieden sein, hatte das ihre dazu getan, dem großen Ereignis die gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen. Doch ein tückischer Zufall wollte es, dass der in die Auslage gestellte Karton aus irgendwelchen Gründen seinen Halt verlor und hinunterrutschte. Mit dem Resultat, dass die Zeile für Günter Grass verschwand und nur noch die Zeile Nobelpreis zu lesen war. Was war die Folge? Mochten die Straßenpassanten, die zu dieser Stunde das Schaufenster der Buchhandlung Prachner in Augenschein nahmen, auch noch so verwundert, verstört oder gar wütend sein, sie mussten zur Kenntnis nehmen, dass nicht Günter Grass oder einem anderen Würdigen die höchste literarische Auszeichnung der Welt zuerkannt worden war, sondern mir. Tatsächlich trafen noch vor Beginn der abendlichen Lesung die ersten Glückwünsche bei mir. Zwar zögerlich zweifelnd und überrascht Ungläubige, aber jedenfalls Glückwünsche. Leider ist die prachnische Fehlleistung nicht im Bild festgehalten worden, so halten viele, denen ich von dem Vorfall berichte, meine kurzzeitige Nobilitierung für eine gut erfundene Anekdote. Ist es aber nicht. Es hat sich ganz genau so abgespielt. So leicht wird unser Eins zum Nobelpreisträger.